Sharon Baptiste, 30, sucht ab jetzt ihren Traummann in der RTL-Dating-Show Die Bachelorette. Die 9. Staffel startete am Mittwoch, 15. Juni, bei RTL, oder online via RTL Plus. Konnte die erste Folge gute Quoten einfahren? In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Bachelorette 0,57 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,7% entspricht. Im Vergleich zur Premiere der 8. Staffel am 14. Juli 2021 schnitt die Show laut DWDL damit besser ab. Damals ergaben sich 11,4%. Den Primetime-Sieg holte sich am vergangenen Mittwoch hingegen ein Film mit Elias Mbarek, 40, Fuck You Goethe 3 in Sat.1 Schnitt mit 0,61 Millionen Zuschauern und 13,8% Marktanteil in der Zielgruppe am besten ab. TV Total auf Pro7 erreichte 0,44 Millionen und 10,2%. Beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren holte die große Terra X Show, ZDF, zur Primetime einen Marktanteil von 14,9%, 3,07 Millionen Zuschauer, und damit den Sieg. Das Ende der Geduld, das erste, landete mit 2,9 Millionen, 14,1%, dahinter. Zum Vergleich, Fuck You Goethe 3 erreichte 1,26 Millionen Zuschauer, 6,3%, und die Bachelorette blieb bei 1,25 Millionen, 6,1%. Die Bachelorette, warum macht Sharon Baptiste mit? Ein ordentlicher Staffelauftakt scheint RTL damit gelungen zu sein. 3 Männer mussten in der ersten Episode der Bachelorette bereits wieder ihre Koffer packen. Im Interview mit Spot on News verriet Sharon Baptiste vorab, warum sie auf die Dating-Show Lust hatte: Ich bin 30 und habe Lust, wieder verliebt zu sein. Für meine Zukunft wünsche ich mir auch irgendwann meine eigene kleine Familie. Deswegen habe ich diese tolle Reise wahrgenommen. Sie finde es super spannend, 20 Männer kennenzulernen, die alle ganz unterschiedlich sind. Bemühen Sie sich? Wie versuchen Sie, im Gedächtnis zu bleiben? Wie kämpfen Sie um mich? In der Vergangenheit habe ich oft erlebt, dass ich Männer von mir überzeugen musste. Das ist bei dieser Reise anders, und schön zu beobachten. JOM Sport.